Ja, dann legen wir mal los. Ja. Super. So. Die Spannung. Ja. Jetzt müssen wir erstmal mal rum. Nein. Das passiert auch im Flaschenlach, wenn die Elsa reden. Die wollen nicht brav waren. Das erste schon ist wirklich pressig. Ja, kurz schon her. Und dann zeige ich euch bloß einmal kurz, wie das geht. Nicht so lang das Ganze. Den dann aufmachen. Drüber schauen wir drauf. So, Knopf vorne. Und dann müssen wir das Ganze erst mal gerade runterfüllen. Jetzt hast du da langsam drehen. Und schauen, dass der Raum steht. Runter. Dann schauen wir mal auf. Und dann kann man eigentlich schon hergehen und kann man es ins Wasser schmeißen. Ja, perfekt. Ja. Und wie anstrengend ist das Drehen? Gar nicht. Das ist auch bequem, muss ich sagen. Wenn du schneller drehst, musst du, kommt er ins Schwitzen? Ja. Andere Richtung, andere Richtung. Ups. Ja, dann zückt es wieder zurück oder so. Gut. Nächste. Dann mit der linken Hand die erste wieder und mit der rechten die zweite. Und wieder dran. Da hast du vorher genau millimeterweise abgemessen. Dass die ja alle gleich lang sind. Ihr habt doch geübt, oder? Ja, ja. Nicht gemacht. Also. Er lacht doch nicht. Ja, genau. Ja, genau. Gib Gas. Passen noch ein bisschen mehr. Das bisschen. Genau, weil so schwer ist es zu locker. Jetzt mal Vollgas, was da passiert. Dass man nicht zu fest ist. So? Was hat das für einen Durchmesser da, die Wurst? Kaliber 30-32 ist das. Lauf nochmal langsam. Genau. Unser Tisch ist nicht so groß. Der Darm ist von was? Das ist ein Schweinedarm. Also mit der linken die erste Größe. Ach so. Mit der linken Hand die erste Größe, mit der rechten Hand die zweite Größe. Und dann mit dem Daumen. So. Also Daumen drauf. Ja. Und dann einfach einmal dran. Mit den zwei Fingern. Okay. Dann probieren wir es nochmal. Moritz, kannst du ein bisschen weiter zu deiner. Und dann am besten doch gleich so. Ja, das ist halt Profi, gell? Ja, das ist halt Profi. Und dabei lächeln. Sind die kalt oder ist es warm, das Fleisch jetzt drin? Sehr kalt tatsächlich. Aber es ist mir wurscht. Am Ende soll es ja schmecken. Also keine Eiswurst. Ja, Wahnsinn. Ja, was ist denn eure Kritik jetzt hier? Kritik überhaupt nicht. Wir sind ganz begeistert. Schaut euch mal die schönen royalen Weißwürste an. Wirklich. Ganz fantastisch. Für das, dass wir gestern noch sehr lange unterwegs waren und jetzt schon am Morgen. Also ich muss sagen, das sind die ersten eigentlich, die so richtig leiden müssen. Ja, ja. Ja, ja. Schon, ja. Das stimmt. Also nur, wenn ihr die letzten so anschaut, die haben bloß einen Knopf drücken müssen. So. Das stimmt, ja. Das ist eine richtige Handarbeit. Das ist wirklich mal eine richtige royale Sache. Das wäre jetzt genau die Portion für mich. Ach, da ist schon eine. Da ist schon eine.
So, wie heiß muss denn das Wasser jetzt sein? Das wird jetzt um die 100 Grad? Nein. Gucken wir bis mit 72, 73 Grad soll das Wasser sein. Und dann liegen. Jetzt eine halbe Stunde und dann sind wir. Sehr schön. Dreifaches, na? Heiler! Na? Heiler! Eiswurst, Allah!